Leute, was geht ab? Ihr glaubt nicht, wer uns geschrieben hat. Wir hoffen, es ist ein Fake. Wir können es selber noch nicht so realisieren. Per SMS sogar. Und ja, der Game Master hat geschrieben. Wir glauben, es ist der Game Master. Leute, wir wissen es nicht genau. Zieht euch diese Nachricht hier rein. Ist schon ein bisschen authentisch. Das war eine unbekannte Nummer, hat mir eine SMS sogar geschrieben. Was sollte das? Fragezeichen. Ich habe geschrieben, was? Die Nummer hat geschrieben, was fällt euch ein, einen April-Scherz aus mir zu machen? Und wir hatten ja am 1. April dieses Video gemacht, der Game Master ist zurück. Mit Thumbnail mit ihm drauf. Genau, aber das war ein anderes Video, einfach als April-Scherz. Genau. Und wir glauben, das ist jetzt der Game Master. Weil der hatte von uns wirklich die Nummer damals, weißt du? Das ist das Ding. Da denke ich mir so, wo soll der die Nummer haben? Aber es könnte auch eine Farce sein einfach. Könnte auch und deswegen? Deswegen wollten wir es jetzt auf Video halten. Dokumentieren einfach mal und... Was soll ich jetzt schreiben, ist die Sache. Komm, wir besprechen das jetzt. Und zwar schreib mal... Okay, was soll ich jetzt schreiben, damit wir wissen, dass das der ist überhaupt? Kannst du uns beweisen, dass du der echte Game Master bist? Damit wir dich respektieren können. Erstmal, oder ich frage jetzt mal, bist du der Game Master? Ja, genau. Auch ganz dumm einfach. Bist du der Game Master? Fragezeichen. Und dann gucken wir mal. Du hast Post geschrieben. Oh, okay, ich lösche nochmal. Antworte, die ist da drauf, wie gerecht schreibt. Ja. Ja, und vielleicht fühlt er sich auch getriggert und macht dann ein Zeichen oder so. Weil genau. Hat er auch vor die Zeichen hier gesetzt, ne? Und ja. Bist du der Game Master? Okay, ich habe geschrieben. Wir warten, bis er antwortet. Der hat eigentlich relativ zügig geantwortet eben. Wann war das? Ich habe um 16.53 Uhr geschrieben, der hat direkt 2 Minuten geantwortet. Okay. Bist du der Game Master? Okay, wir warten ab. Mal gucken, was er schreibt. Oh, der hat geschrieben? Ja, ich bin es. Gut, das könnte jetzt jeder schreiben. Das könnte echt jeder schreiben. Beweis, dass du es bist? Ja. Beweis... Oh, der schreibt! Der schreibt gerade? Okay, der ist gerade aktiv. Soll ich schreiben oder nicht? Ja, schreib einfach schon mal. Beweis uns, dass du es bist. Okay, zugestellt. Okay, ich schreibe immer noch. Okay. Kommt jetzt ein Roman oder was, ey? Nehmt jetzt ein Video auf. Okay, wir filmen ja jetzt gerade hier ab, ne? Und okay. Filmen auch. Wir filmen ja eh schon. Also er will auf jeden Fall, dass wir das hier gerade dokumentieren. Okay. Aber es ist auch kein Beweis, ne? Was will der denn jetzt? Will er jetzt hier irgendwie reinspringen ins Video ich oder was? Ich schreibe einfach okay. Was will der von uns? Also der ist richtig heiß drauf, dass jeder wieder... Der ist richtig famegeil oder was mit dem? Ich glaube, der will, dass jeder weiß, dass er wieder back ist oder ja. So. Wenn er es wirklich ist. Also er hält sich noch sehr bedeckt. Ne? Leute, was meint ihr? Ist er das oder nicht? Schwierig, ne? Okay, er schreibt wieder. Okay. Wenn dieses Video 66.666 Daumen hoch kriegt, beweise ich es euch. Was? Digga, der will, dass jeder, Alter, das sind ja voll viele Menschen, der will einfach, dass jeder das mitbekommt. Oh mein Gott. Leute. Also der will, das Video, das wir aufnehmen gerade, der will, dass das 666.000 Daumen nach oben bekommt. Ey, ohne Witz, mir geht ja die Nacken halt hoch, weil das Ding ist, der will ja richtig, dass jeder mitbekommt. Der will richtig Aufmerksamkeit, Leute. Wenn das jetzt ein Fake wäre, warum soll der denn wollen, dass wir jetzt so viele Daumen hoch bekommen? Sollen wir es ausprobieren? Aber Leute, das liegt dann an euch. Ihr müsst so viele Daumen nach oben schaffen, damit der uns das beweist. Leute, also wenn wir jetzt die 666.000 Daumen schaffen, dann beweist der Game Master uns, ob das der Game Master wirklich ist oder nicht. Also es liegt an euch, Leute. Wollt ihr es auch wissen oder nicht? Ich würde es sehr gerne wissen. Ja. Deswegen, Leute, gebt jeder einen fetten Daumen hoch auf das Video. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ne? Ich bin echt krass skeptisch. Wenn wir diese Likes schaffen, dann beweist er uns, dass es der Game Master ist. Und dann geht's vielleicht wieder weiter mit dem Game Master. Oh mein Gott. Also ich muss sagen, damals, das hat schon ein bisschen Spaß gemacht, aber ich hatte auch sehr viel Angst. Hatte ich auch, ne? Und Leute, was haltet ihr davon? Leute, Mann. Sollen wir dann... Ey, ohne Witz, stell dir vor, das ist, wir nehmen das jetzt auch gerade weiter, natürlich ganz ernst. Ja. Stell dir vor, jetzt geht's wieder voll los, Alter. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich davon halte. Was wir alles erlebt haben. Wir haben so viel erlebt mit dem Game Master, Leute. Das ist ein Jahr her, ne? Der hat sich nie gemeldet. Oh mein Gott. Ja, keine Ahnung, wie lange das her ist, aber... Das ist über ein Jahr her. Leute, Mann. Und jetzt auf einmal tanzt der wieder an. Wer hat das alles... Ey, wegen diesem April-Scherz. Wir haben den getriggert damit. Haben wir den so getriggert jetzt damit, oder was? Wo ist der immer noch im Urlaub, oder was? Warte. Was soll ich noch irgendwas schreiben? Wo bist du die ganze Zeit? Wo bist du denn die ganze Zeit? Wo bist die ganze Zeit gewesen? Denn die ganze... Ja, Mann. Die ganze Zeit gewesen.
Ich bin so gespannt jetzt, ne? Okay, mal gucken, ob eine Antwort kommt. Ich hoffe, der geht auch auf so Fragen ein. Genau. Oh mein Gott, meinst du, das ist der? Ey, das mit den Likes ist schon authentisch irgendwie. Ich weiß nicht, Mann. Vielleicht ist auch irgendein Fame. Oder irgendeiner, der sich einen Spaß daraus erlaubt. Kann auch sein. Die Community soll angeregt werden. Aber so viele Daumen schaffen wir niemals. Nee, ich glaube auch nicht, weil das... Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt so krass interessiert sind. Ja. Liegt an euch, teilt es. Genau, wenn ihr sehr, sehr interessiert dran seid, gebt einen fetten Daumen hoch, sagt allen Bescheid. Um zu gucken, was dann passiert, ne? Ich wäre echt gespannt drauf, aber wir werden sehen vielleicht. Okay, wir warten auf eine Antwort. Wow! Nimm die Kamera sofort! Was war das? Hey, die Küchentür ist zu. Wie? Die kann gar nicht zugehen, da war ein Stopper davor eigentlich. Die Küchentür ist zu. Komm. Hä? Die Tür war offen vorher? Da war ein Stopper davor. Digga. Vielleicht der Wind, warte. Chill. Kann nicht sein. Der Wind. Leute, ist gerade... Übertreib nicht. Mich wundern, eigentlich wollten wir ja gar nicht filmen, heute ist gerade Aufnahmetag. So, das ist alles unordentlich. Und? Hier ist nichts mehr. Ah, guck, das Fenster ist offen im Badezimmer. Okay. Und in der Küche ist das offen? Hier ist alles zu. Hier ist doch auch offen. Ja, hier nur, das ist zu. Okay. Wahrscheinlich der Wind, oder? Alles okay? Ja, alles entspannt. Alles gut? Ich denke, der Wind war das. Der Wind? Ja, safe. Der Stopper ist so schwer genug, Digga. Das war der Wind, Mann. Ich hoffe es. War schon eigenartig, das ist noch nie passiert. Das ist echt komisch, ja. Das war nicht verrückt machen. Der Stopper war da so. Ja. Der ist immer da. Der kann ja gar nicht zugehen. Hab ich noch nie weggemacht, meine ich ja. Hä? Was wird hier gerade gespielt, Digga? Das ist sicher. Vielleicht verrückt, Mann. Vielleicht, keine Ahnung, du machst dich einfach verrückt. Wir machen uns verrückt, Digga. Ja, du bist ja ausgerastet. Ja, wir chillen jetzt mal wieder. Okay. Hey, Leute. Ich hoffe, war Fehlalarm. Ja, kann ja nicht sein, ne? Ah, okay. Einfach cool bleiben und... Ja. Eigenartig. Komm, wir setzen uns wieder hin. Gucken, ob der geschrieben hat. Geht's weiter. Okay, er hat geschrieben. Stellt keine Fragen und tut das, was ich sage. Oh mein Gott. Jetzt fängt er wieder so an, ne? Das. Ey, damals gab es so Regeln. Keine Fragen stellen. Oh, es gab drei Regeln. Wer weiß die noch, Leute? Wisst ihr das noch? Wer weiß die drei Regeln noch? Keine Fragen stellen, nicht die Maske abnehmen und noch irgendeine. Und noch irgendwas, ne? Irgendwas. Das war immer ganz wichtig damals. Ja. Stellt keine Fragen und tut das, was ich sage. Okay, Leute, es liegt jetzt an euch. Ja. Ihr müsst die Likes schaffen, dann wird der Game Master uns beweisen, ob es der Game Master ist oder ob es ein Fake ist. Wir haben nichts zu verlieren, wenn er das schafft. Kriegen wir die Gewissheit, passiert was oder passiert nichts. Genau. Wir werden es direkt dokumentieren, wenn ihr was passiert. Oh mein Gott, deswegen Leute. Haut die Likes voll. Ja. Und ich bin sehr interessiert dran. Ich auch. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich will einfach die Gewissheit haben. Ist das jetzt real oder nicht, ne? Ja, Mann. Leute, Mann, oh mein Gott. Ich glaube, was ist gerade der Anfang vom Ende? Ja, weißt du, was passiert? Ey, Mann, Leute. Wir haben so viel durchgemacht. Junge, weißt du, wo wir überall waren? Wir haben ein halbes Jahr mit dem rumgehauen. Wir waren überall an jedem Ort, Alter. Wir waren ein halbes Jahr mit dem am Start oder so. Jeder, der es mitbekommen hat, weiß, was abgegangen ist und. Leute, Mann. Ich hoffe, dass das wieder weitergeht. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Das ist zu lange her. Warum soll er jetzt kommen? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, Mann. Egal, Leute. Ich würde sagen, das war's von dem Video. Haut die Likes voll und ich würde sagen, folgt uns auf Instagram, wenn wir irgendwas irgendwie nicht die Kamera packen können und was schnell dokumentieren. Wir werden es da posten. Deswegen Marfit, Kelvin, Fitti. Folgt uns, ganz wichtig. Genau, da seid ihr immer auf dem neuesten Stand, Leute. Und ich würde sagen, wir grüßen noch zwei Leute, die die Glocke aktiviert haben. Yes. Und noch schöne Grüße an Ibrahim und Simone. Ihr habt uns hier auf YouTube abonniert und die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, einfach auf Instagram folgen. Marfit, Kelvin, Fitti. Denn pro Account suchen wir ja mal einen aus, den wir hier einblenden. Genau. Dafür müsst ihr einfach nur das neueste Bild von uns beiden liken und mit Hashtag Glocke aktiv kommentieren. Und ihr habt die Chance, direkt hier eingeblendet zu werden im Video. Glück. Ansonsten, Leute, wir bleiben auf dem Laufenden. Falls ihr uns nochmal schreibt oder so, wir machen direkt wieder ein Video. Ja, Mann. Aber ja, es liegt ja jetzt an euch. Haut die Likes voll, abwarten und Tee trinken. Und wenn was passiert, bekommt ihr es hier live oder auf Instagram mit. Deswegen folgt uns da. Genau, wir werden auch auf der Hut bleiben. Wenn die Likes erreicht sind, werden wir direkt Handys laut machen und alles, ob der uns schreibt. Ja, direkt. Und wir sagen, wir schicken den Screen, die Likes sind erreicht oder auch nicht. Ja. Der hat jetzt keine Zeitangabe gesagt. Er hat keine Frist gemacht. Das heißt, wir haben keinen Druck.
Ja, wann wir die Likes schaffen müssen, es könnte, also je nachdem, wie schnell ihr die Likes erreicht, vielleicht umso schneller wird es bewiesen, aber vielleicht auch erst nach einem Monat oder so. Kann auch sein. Wir sind echt gespannt. Ja, Mann. Wir halten euch direkt auf dem Laufenden, deswegen. Ja, und wenn die Likes voll sind, könnt ihr uns auch direkt auf Instagram schreiben, aber wir werden das immer schon abchecken. Genau. Ja, ich kann nicht mehr reden, bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, okay. Ja. Dann würde ich sagen, wir beenden das Video, Leute. Ansonsten bis zum nächsten Video. Peace!